Trend ist, dass man mehr Mobilität-Businesses hier sieht, natürlich neue Fahrzeugkonzepte. Man sieht deutlich, das Thema Konnektivität verstärkt jetzt, das heißt Car-to-Car-Kommunikation oder aber auch Fahrzeug ins Internet und damit den Kunden selbst stärker mit der Umwelt zu verbinden und damit auch zukünftig, sage ich mal, diese Geschäftsmöglichkeiten für den Kunden zu erweitern. Dann sieht man das Thema natürlich Elektromobilität, ganz klar neue Antriebskonzepte. Man sieht deutlich, dass die Verbrennungsmotoren deutlich schon hier auf der Messe im Rückgang sind. Man sieht aber auch komplett neue Fahrzeughersteller, die Firma Piëch zum Beispiel, die jetzt hier auf dem Stand, wo wir jetzt sind. Also ich sag mal, die Trends sieht man hier im Genfer Salon sehr gut wiedergespiegelt. Sie haben schon angesprochen, sehr viele New Entries, viele Neuzugänge heuer am Automobilsalon Genf. Inwieweit trägt Magna da mit dem Winfast diesem Trend auch Rechnung? Ja, wir sind natürlich als Gesamtfahrzeughersteller und auch als Engineering-Partner für Gesamtfahrzeugkonzepte der ideale Partner, natürlich auch für die ganzen neuen Kunden und respektive die neuen Automobilhersteller, die sich jetzt hier in den Markt drängen. Winfast ist ja nur eine Gruppe, für die wir gesamtheitliche Fahrzeugkonzepte entwickeln. Es gibt auch eine ganze Menge andere natürlich und wir sind natürlich der prädestinierte Partner für diese Startups als auch für die etablierten Kunden. Das heißt, mehr Chance als Risiko. Sicherlich. Wir wägen natürlich genau ab, mit welchen Partnern wir Geschäfte machen, mit welchen nicht. Das wägen wir sehr sorgfältig ab. Aber wir sind im Wesentlichen ein begehrter Partner. Thema alternative Antriebe. Sie haben es kurz angesprochen. Es gibt heuer hier wesentlich mehr Elektromobile als vor beispielsweise 5 bis 10 Jahren. Schmerzt das in der Verbrennerbrust? Eigentlich weniger. Man muss eben einfach sehen, der Trend geht hin zu Zero Emission. Man muss eben einfach sehen, dass die Fahrzeuge müssen umweltverträglicher werden. Und das ist eigentlich ein Trend, der sich nicht aufhalten lässt. Wir sehen den Trend natürlich dahingehend, dass man zuerst über Mild Hybrids, dann die starken Hybride, also Plug-in-Hybride, und die alle noch mit Verbrennungsmotoren gekoppelt sind, also Elektromotoren mit Verbrennungsmotoren gekoppelt, und dann sehen wir erst den Trend stetig wachsen und steigen zu reinen Elektrofahrzeugen. Aber das wird sich evolutionär entwickeln über die nächsten Jahre. Mit dem iPace, gestern zum Car of the Year gewählt worden, hat man ja auch schon sehr stark in Richtung Elektromobilität mit dem Standort in Graz aufgezeigt. Welchen Stellenwert hat der Standort in Graz für Magna insgesamt? Für Magna insgesamt hat das Grazwerk und damit die Magna Steyr als Business Unit einen enorm hohen Stellenwert. Erstens, weil wir Technologieträger und Know-how-Träger sind, ganz wichtig. Darüber hinaus sind wir aber auch Türöffner für neue Geschäftsmodelle hinsichtlich neuer Partner, neuer Startups etc. Von daher hat es innerhalb der Magna, die Magna Steyr, einen sehr hohen technologischen Stellenwert, und um dann auch neue Geschäfte anzubahnen und damit den Magna-Gruppen auch diese dann umzusetzen. Was bedeutet ein Titel wie Car of the Year, wenn man als Produzent wie in diesem Fall für Jaguar Land Rover tätig war? Ja, für uns ist das eine ungemein positive, gute Auszeichnung. Wir sind stolz, für Jaguar Land Rover dieses Produkt bauen zu dürfen. Wir bauen es also mit einer sehr, sehr guten Qualität. Sind wir extrem stolz drauf. Die Kundenzufriedenheit für dieses Produkt ist sehr, sehr hoch. Und wir hoffen natürlich, dass wir noch sehr viele weitere Fahrzeuge für Jaguar hier bauen dürfen am Standort. Neue Projekte, neue Aufträge in der Pipeline? Ja, natürlich. Wir arbeiten ständig dran. Sie wissen ja, wir haben eine gute Auslastung des Werkes bis 2023 bis 2025 mit den derzeitigen Aufträgen. Wir arbeiten stetig daran, natürlich weitere Aufträge neu zu buchen. Wir haben ja jetzt das neue Werk in Maribor, wo wir jetzt die Lackiererei jetzt am 19. März offiziell dann in Betrieb nehmen. Und danach werden wir natürlich auch, hoffen, dass wir das zum kompletten Automobilwerk mit neuen Aufträgen ausbauen. Wie wichtig ist da insgesamt die steirische Automobilindustrie? Ja, extrem wichtig. Wir arbeiten ja auch innerhalb der steirischen Automobilindustrie sehr eng zusammen mit verschiedensten Partnern. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel mit dem Konsortium, das wir jetzt gebildet haben mit Alpleb, um das Thema autonomes Fahren darzustellen. Oder auch mit der AVL, wo wir sehr enge Verbindungen haben, um gemeinsam Projekte umzusetzen. Also das lässt sich jetzt vielschichtig erweitern. Also die steirische Automobilindustrie.